Sagen wir mal, wenn du so arm bist, wie wir auch waren, ja, hattest du, ich hatte zum Beispiel so kleine Filmbildchen gehabt, mir, also ja. Wenn meine Freunde mir geschenkt haben, weil wir durften um Gottes Willen ja nicht selber eine Bravo kaufen, hatten wir das Geld nicht, aber es war das allerletzte. Wenn du da reingeguckt hast, warst du eigentlich schon auf dem schiefen Weg. Ja. Und da habe ich also so Bildchen halt gehabt von Brigitte Bardot, von Matthias Fuchs, von, ach Gott, von Christian Wolf war da auch dabei. Ding, und das waren meine Geheimnisse. Und da habe ich also dann zum Beispiel von der Brigitte Bardot ganz viele, und Audrey Hepburn hatte ganz viele Bilder. Und die habe ich dann halt mich irgendwo zurückgezogen und habe die halt angeguckt. Und gedacht, das wäre toll, wenn ich das auch, wenn ich das mal könnte. In diese Figuren so hineingeträumt. Hineingeträumt, ja. Und war natürlich, wusste absolut chancenlos, brauchst du auch überhaupt niemanden erzählen, du musst es gar nicht sagen, das ist lächerlich, die Leute lachen dich alle aus, ja. Aber es war als Traum so vorhanden, so, wenn man sich so verloren fühlt oft, dann träumst du halt irgendwas, weil dann bist du halt auch weg von dieser harten Welt vielleicht, die dir gar keine Chance bietet. Also, das ist ja nun irre, dass sich dieser Traum dann auf wundersame Art und Weise sehr schnell erfüllte. Wenn man an die Begegnung mit Horst Wendler sich zurückerinnert, da haben Sie eine Rolle gehabt im Film Der unheimliche Mönch. Dann kam die Winnetou-Geschichte mit Wendland dazu, später der große Erfolg zur Sache, Schätzchen 1967, was ein Kinoklassiker geblieben ist mit Werner Henke. Ein absoluter Klassiker der Kinogeschichte. Ja. So, wie aufregend war denn diese Zeit, also der ersten Erfolge, wenn Sie so nochmal an das Traumbild zurückblicken? Ja, es war zuerst, als ich da reinrutschte, also als ich eben bei einer Filmpremiere sozusagen gesagt habe, ja, der Film hat mir ja gar nicht gut gefallen und so, überhaupt die Episoden waren schlecht und so. Und, oh, plötzlich sagte einer zu mir, wusste ja nicht, wer das war, ja, sagen Sie mal, sind Sie Schauspieler, wieso wissen Sie denn so Bescheid, ja, hier, hallo, da den Film zu reißen, weil er war ja der Produzent. Ja, also, ja, weil diese Episode, die eine, die haut gar nicht hin und das stimmt einfach so nicht. Sagt er, sind Sie Schauspieler? Habe ich gesagt, so, ja, würde ich gerne nicht. Ja, haben Sie schon was gemacht? Sag ich, nein, ich habe noch nichts gemacht, also gar nichts und so. Ja, würden Sie es zutrauen, wenn Sie so gescheit sind, ja? Sag ich, klar würde ich mir das zutrauen und so. So ging das dann eigentlich los. Und dann wird die Gang und Gäbe, das war einfach, das musste sein. Du hast ein Drehbuch bekommen, auf der Seite 3 war ausziehen. Tod sicher ausziehen, egal ob Sinn, ohne Unsinn, ganz egal, das war so. Und ich wollte das einfach nicht. Sie wollten sich nicht ausziehen. Hinterher haben sie alle gesagt, bist du clever. Du bist aber clever. Zu sagen, Schätzchen, wäre nie so gut gelaufen, da habe ich ja meine Corsage mir selber gezahlt. Weil ich wollte... Weil eigentlich Mäh Spiels wollte, dass sie sich ausziehen? Nee, die Mäh hatte zuerst gesagt, ich habe zuerst gesagt, also... Ich will den Film wahnsinnig gern machen, aber ich ziehe mich nicht aus und den brauchst du gar nicht so. Und dann ging es aber dann so, wie man anfing zu drehen, so, oh Ma, du bist doch so süß gebaut, du hast so eine nette Figur, du musst dich doch gar nicht schämen. Sag, es geht doch nicht um Schämen, dass ich eine Figur habe, weiß ich auch, und dass ich einen schönen Busen habe, weiß ich auch, ich will mich nicht aussehen. Doch komm, jetzt reden wir noch mal drüber. Und dann bin ich zur Frau Krinis gegangen, es war eine alte Dame damals in München, ganz berühmter Mietergeschäft war das, Laden, und da habe ich gesagt, Frau Krinis, ich brauche eine Corsage, alle Männer muss umhauen, wenn ich das anhabe. Und dann hat sie gesagt, das machen wir, und dann hat sie das für mich gebaut, ja. Also mit so Rüschel eingezogen, Schleifchen dran. Die Corsage ist weltberühmt geworden, aus dem Film zur Sache, schätze. Vielleicht war es auch das Geheimnis, sozusagen, die Fantasie angeregt durch diese Hinweise. Ich meine, ich habe mir dann dieses Kleid doch ausgezogen und runtergezogen. Jetzt wäre da halt normal der Busen oder die Brüste da gewesen, wenn er hätte gesagt, ja, und nicht. Ja, auch in Ordnung, ja. Aber dadurch, dass die das auszieht und die Leute denken, oh, was ist denn jetzt? Und dann kommt so ein schneeweißes Spitzenteil da unten vor, glaube ich schon, dass das der Hammer war. Und ich habe das damals ja auch der Mäh vorgespielt. Ich habe gesagt, Mäh, ich zeige dir, was ich meine, ja. Und dann sagt sie, ja, mach mal. Und dann habe ich das gemacht und hat die Mäh auch gesagt, genau so machen wir es. Das ist der Hammer. Es war eine wilde Zeit. Mäh Spielz saß im Regiestuhl, im Bikini. Das war schon eine ganze Seite wert auf der Bildzeitung damals. Trotzdem noch mal so dieses Bild. Mensch, hätte die Uschi sich ein bisschen freizügiger gezeigt im internationalen Kino, hätte sie eine große Karriere machen können. Ist das das Schamgefühl oder sind es dann am Ende doch nur die Drehbücher gewesen, was sie davor zurückgehalten haben? Auch ein Schamgefühl. Also ich muss sagen, ich fand es jeweils schon schwierig vor 30 Menschen. Du bist als Schauspieler. Nein, nein.